Herzlich willkommen zum dritten Hip-Hop-Tutorial. Ich bin's wieder, die Uli. Wir starten mit einem kleinen Warm-up. Macht euch ein bisschen Platz, schüttelt euch aus, damit ihr in Schwung kommt zu Hause. Ich finde, wenn man am gleichen Ort bleibt, ist es ein bisschen schwieriger. Aber ihr tanzt es gleich weg mit der Musik. Rechte Schulter beginnt. Hinten. Nochmal. Rechts. Links. Ganz schnell rechts. Kopf.
über unten. Langsam zur anderen Seite. Entspannt die Schultern. Nochmal rollen nach rechts. Einmal die Hand an den Kopf. Versucht die Schulter locker zu lassen. 5, 6, 7, 8. Runter, hoch, runter, hoch. Und stretchen. Zieht über oben zur Seite. Nicht hier in der, hier stauchen, sondern über oben versuchen zu gehen. Andere Seite. Wieder Schulter locker lassen. 5, 6, 7, 8. Tief, hoch, stretch nach rechts. Beide Hände in den Kopf und tief. Mach dabei einen runden Rücken. Ich weiß nicht, ob ihr das von hinten seht, also ich versuche hier meinen Rücken rund zu machen. Geh zu entspannen den Kopf. Einfach hängen lassen, nicht zu viel Druck mit dem Rücken ausüben. Kann einmal Rücken machen, Katzenbuckel gerade. Und wenn es hoch raus. Einmal nach hinten in den Arsch. Ausschütteln. Schulter. Wir kreisen nach hinten. Andere Richtung. Rechts vor. Gleiches nur Oberkörper, Mitte, hinten. Körper nach vorne meine ich und hinten. Vorne, Mitte, hinten. Vorne, Mitte, hinten. Und versucht, dass nicht eure Schultern das zu arg mitmachen. Die gehen zwar ein bisschen mit, aber eigentlich ist es das Brustbein, das sich bewegt. Also ich könnte auch, ihr seht, die Arme einfach starr lassen sozusagen. Und nur das Brustbein geht vor und zurück. Man einen Kreis nach links für euch, nach vorne, nach rechts und hinten. Bum, da rum, warum und hinten. Schnell. Zack, 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 zack. Und kreisen. Und kreisen. Und rechts und vor. Links und hinten und rechts. Vor. Links und hinten. Schnell. Bum, 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 bum und kreisen. Tack, tack und kreisen. Und ich ändere nochmal die Musik. Nehme gerade das Lied nochmal. Genau. Einmal eine Übung aus dem Popping. Das könnt ihr eigentlich auch echt gut dann jetzt zu Hause üben. Jetzt hat man ja ein bisschen mehr Zeit dafür. Ich komme einmal erstmal ein bisschen näher ran. Wir fangen an mit der Hand. Vielleicht, wie mache ich das? So mache ich das. Genau. Erst krallt ihr. Also vorne, wenn ich da jetzt was drunter legen würde, ist hier so ein runder ein Halbkreis, genau. Dann mache ich einmal wie so ein Dreieck. Also wenn ich was drunter halten würde, wäre ein Dreieck und meine Spitze bleibt auf der gleichen Höhe wie hier bei der Kralle. Von hier nach da. Genau. Und dann ist sie wie so eine Art Dreieck. So ganz dreieckig sieht es bei mir jetzt auch nicht aus. Genau, Fingerspitzen sollen am gleichen Punkt bleiben, aber einmal das Handgelenk wird abgeklappt. Genau, also mein Arm wäre eigentlich gerade. Ich zeige euch das einmal nochmal. Arme ausstrecken. Wir fangen rechts an. Einmal die Kralle. Einmal das Dreieck. Einmal Handgelenk abklappen. Jetzt kommt einmal die Schulter. Nicht die Schulter, hier der Ellenbogen geht hoch.
dann kommt die Schulter. Genau, und dann haben wir schon die eine Seite. Das mit dem Ellenbogen könnt ihr ganz gut an der Wand üben, wenn ihr euch so dran stürzt und dann versucht, den Arm so ein bisschen hoch zu machen. Also hier und dann immer so hoch drehen. Ihr dürft auch euren Arm, der muss nicht komplett gestreckt sein, der darf ruhig ein bisschen rangehen, weil dann sieht es diese Illusion noch mal ein bisschen stärker aus. Ich glaube, ich ziehe es gerade mal aus. Dann sieht ihr es besser. Das ist ein Schwabbelig, das so. Genau, wir strecken. Achtung. 5, 6, 7, 8. Kralle, Dreieck, Handgelenk, Ellenbogen, Schulter. Entschuldigung. Wir gehen weiter. Rechte Schulter, linke Schulter. Ellenbogen, Handgelenk, Dreieck, Kralle, raus. Wichtig dabei ist, dass die Arme nicht irgendwie hoch und runter gehen. Je gerade ihr die wirklich hier auf einer Linie lasst, desto eher sieht es so aus, dass durch euren Körper eben diese Welle gehen würde. Genau, das ist einfach was, was ihr zu Hause üben könnt. Macht es noch einmal zusammen. 6, 7, rechts fängt an. Kralle, Dreieck, Handgelenk, Ellenbogen, Schulter, Schulter, Ellenbogen, Handgelenk, Dreieck, Kralle, raus. Und ausschütteln. Genau, das nennt man Waving, das kommt von Popping. Habe ich mal bei Popping Hood gelernt. Der hat, glaube ich, auch Tutorials im Internet. Also, falls ihr euch von einem Experten das nochmal angucken wollt, schaut euch das da nochmal an. Einmal die Hüfte. Tack, tack. Achtet darauf, dass es um die Hüfte geht. Ich nehme immer zwar auch so ein bisschen hier den Fuß mit, aber eigentlich möchte ich, dass man die Hüfte streckt. Wir kreisen nach rechts. Einmal rum. Andere Richtung. Warum gehen die Lieder heute immer aus? Okay. Andere Richtung. Raus. 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 Links. Raus. Beide. Spitzen nach außen. Und Knie rein und raus. Rechts jetzt die Hacke raus. 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 Links. Raus. Beide. Seite. Einmal lehnen. Achtet darauf, dass eure Knie zusammen sind und nicht wegstehen, dass ihr nicht schief steht, sondern gerade bleibt. Und dass eure Hüfte nach vorne, ihr die nach vorne drückt, dann zieht es mehr. Und vor. Einmal zur Seite. Einmal nach hinten, falls ihr Platz habt. Ich hoffe auch, dass ihr Platz habt. Oh. Wir gehen einmal tief. Einmal stretchen. Wir strecken beide Beine. Geht so tief, wie ihr kommt. Wenn ihr nur bis hier kommt, stelle ich einmal kurz um, damit ihr es hinkommt. Wenn ihr nur bis hier kommt, aber eure Beine sind gestreckt, dann bleibt da. Perfekt. Wenn ihr bis an den Boden kommt, super. Dann geht an den Boden. Langsam hochrollen. Nach links. Gleiches Prinzip. Knie aneinander lassen. Hüfte und Schultern gerade. Hoch. Zur Seite. Einmal nach hinten strecken, falls ihr Platz dafür habt. Und wir gehen tief. Streckt eure Ferse schön in den Boden. Denkt daran, vorne einen rechten Winkel zu lassen. Rücken zu strecken, gerade lassen. Wir stretchen. Einmal die Beine gerade lassen und so tief gehen, wie ihr kommt. Wichtig ist, dass die Beine gestreckt bleiben. Und wir gehen hoch. Seite.
Und wir gehen tief. Eure Ferse zeigt, Spitze zeigt nach oben. Und hier versucht, dass es ein rechter Winkel bleibt und ihr nicht zu weit über eure Ferse geht. Einmal wechseln. Gleiche Sache, Spitze schön nach oben. Rücken natürlich gerne auch gerade lassen. Können Sie Katzenbuckel machen oder so. Genau, wir drehen es nochmal nach rechts. Machen da nochmal eine Lunge. Da seht ihr es nochmal. Einmal hinstellen. Einmal eine Welle. Erst der Kopf. Dann der Oberkörper. Und wir drehen einmal um. Und tief. In eine Lunge. Letztes der Bauch, Brust und Bauch. Noch einmal, Brust und Bauch. Genau. Einmal ausschütteln. Ich hoffe, ihr seid einigermaßen warm. Wie schaut's aus? Dann starten wir mal. Ich zähle euch das Ganze einmal nochmal von hinten. Langsam dreimal würde ich sagen. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3. Achtet hier darauf, dass ihr tief geht. 4 schließen, 5 und 6 nach vorne springen, 7, 8, wir öffnen, 1, 2, laufen, 3, 4, Hacke und öffnen, Hände und Füße mit rechts, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8, Oberkörper, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Wenn ihr nach vorne geht, die Arme gehen, wie wenn ihr so Kreise machen würdet und dann schnell. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich das vorhin richtig gezeigt habe. Kreis, 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 tak, tak. Genau. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4. 5 und 6, 7, 8. Wir öffnen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Oberkörper. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Laufen, laufen. Und denkt gerne beim Laufen, Laufen daran, irgendwas mit euren Armen zu machen. Also ihr müsst nicht, aber wäre ganz schön. So, ein allerletztes Mal ein bisschen schneller. 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5, 7, 8. Öffnen, 1, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Oberkörper, 1. 2, 3, 4, 5 und 6. Laufen, laufen. Was vielleicht auch noch ein schwieriger Übergang ist, ist, wenn wir das mit dem Fuß hatten, tak, 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 dass ihr dann zur anderen Richtung geht. Nee, stimmt das? Nee, ich bin an einer anderen Stelle. Entschuldigung. Ich meine nach hier den Twist. Wir hatten 7 und 8. Dann müsst ihr euch gleich auf links draufstellen, damit ihr mit rechts laufen könnt. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger Übergang. Wir haben 7 und 8. Jetzt mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Hier der Übergang ist ja gar nicht so schwer, weil wir einfach mit links öffnen. Und da haben wir ja sowieso schon kein Gewicht drauf, weil der ja vorne ist. Und dann öffnet ihr einfach nach links und Oberkörper geht auch nach links. Genau. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Und rechter Fuß. 1, 3, 4, 5.
7 und 8. Öffnen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Laufen, laufen. Sehr schön. Einmal mit Musik. Wiederholen einmal alles bis hierhin und dann machen wir weiter. 5, 5, 6, 7, 8. 1 und 2 und 3, 4. Überkreuzen. 5 und 6 und 7, 8. Zweimal vorne und 3 und 4 nach vorne. 5. Bounce. 7, 8. Vor. 1, 2 und 3 und 4. 5 und 6 und nach hinten lehnen. 8. 1, 2, 3, 4. Wegschlagen. 7 und 8 nach vorne, 1 und tief bleiben, 3 mit den Knien, 5, 6, 7, vor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Schulter, links, rechts, um, tak, tak, 5, 6, 7 und 8, 1 und 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, genau. Da wären wir angekommen. Es geht weiter. Wir hatten links, rechts. Ihr springt auf eurem rechten Bein, auf eurem linken Bein, nach rechts. Ihr springt auf eurem linken Bein nach rechts. Dabei gehen die Arme einmal so nach vorne. Boom. Genau, wir hatten 7, 8. Links ist im Grunde schon, rechts ist schon oben. Und wir springen einfach nur rüber. Nochmal 7, 8, 1. Dabei mache ich wie so einen Hops auf dem Fuß. Slide einmal über oben und hoch. Dabei gehen die Arme zu. Nochmal 7, 8, 1, 2. Eine kurze Pause. Dann haben wir und 3. Ist auseinanderspringen. Links ist dabei oben. Und 3. 4. Zusammenspringen. Nochmal, 7, 8. Wir springen auf links mit rechts schließen. Boom, boom. Und jetzt habt ihr links oben, das macht einen Kreis und geht einmal zusammen. Also wir haben links oben, rechts unten. Wir strecken einmal nach oben und nach unten, wie sieht es nicht richtig so. Und dann öffnen wir, boom, einmal zusammen. Einmal nur die Hände. Wir sind hier. Tack, tack, boom, tack. Mit den Füßen, 7, 8, 1, 2, nichts und 3, 4. Auf 5 kreuzt ihr mit dem rechten Fuß, 5 und 6. Kreuzen und zurück, boom, boom und tack, nochmal, kreuzen und tack, boom, zack. Dabei gehen die Arme mit und euer Oberkörper tief und ran. Tief und ran. Nochmal und tief und ran. Genau, wir hängen das dran. 5, 6, links, rechts. Springen. 1, 2, nichts. Und 3, 4, 5 und 6. Genau. 5 und 6. Und ich habe es falsch gemacht. Wir drehen uns nicht vor. Wir bleiben hier in der Richtung. Tief und ran. Jetzt habt ihr rechts über links und wir springen tack, tack nach vorne. Also ein bisschen nach rechts, nein, boom, boom. 5, 6, erste, 8, 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Sehr gut, ich drehe mich einmal um. 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5 und 6 nach vorne, 7, 8. Erste 8 geschafft. Weiter geht's mit der zweiten 8. Ich muss ein bisschen hinten anfangen, damit ihr die sehen könnt. Wir sind angekommen auf 2. 8. Ich fange ein bisschen hinten an, damit ihr meine Füße ein bisschen besser sehen könnt. Wir sind angekommen auf 7, 8. Jetzt haben wir rechts, links mit den Füßen, Arme gehen hoch. Rechts, links. Das wäre I love you. Dann gehen wir mit links nach vorne
und mit rechts nach vorne und der rechte, die rechte Hand schnippst. Like la 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 la. Na, also zwei Schritte. Wir haben rechts, links, Lauf, Lauf. Und hier gerne ein bisschen bouncen und schnipsen. Genau. Also so ein bisschen den Groove. Nochmal. 5, 6, 7, 8. I love you like la la la. Jetzt kommt ein Twist. Einmal hier auf die Hacke stellen. Und dabei gehe ich links auf und ich mache so einen Dreher mit den Füßen. Tack, tack. Tack, tack. Draufstellen, zurück. Draufstellen, zurück. Nochmal. 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6 öffnen. Tack, tack, boom. Twisten und zurück. 7, werden die nur die Arme hoch. Schön gerade. Und dann einmal die Fußspitzen nach rechts twisten. Tack, tack. Dabei gehen die Hände so ein bisschen zur Seite. Boom, boom. Und gerne den Kopf mitnehmen. Boom, boom. Tack, tack. 7 und 8. Also 7 und 8. 5, 6, 7, 8. I love you like la, 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 la. Genau. Gezählt. 5, 6, 7, 8. 1, 2. 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Sehr schön, wir hängen das an die zweite 8 dran. 5, 6, wir nehmen noch jedes 7, 8 mit. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Öffnen, öffnen, lauf, lauf. Twist und raus. Tack, tack, boom. Ich habe es gerade in die falsche Richtung gemacht, weil ich wieder spiegelverkehrt mache. Entschuldigung, es wäre tack, tack, boom. Genau. Ich drehe mich einmal um. Wir machen es einmal umgedreht. 5, 6, 7, 8. Springen. 1, 2 und 3, 4. 5 und 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5 und 6 und 7, 8. Passt. Dann gehen wir weiter. Wir sind hier angekommen. Hatten 7 und 8. Muss kurz überlegen. 7 und 8. Ah ja, wir gehen mit rechts nach vorne. 1, 2. Schön tief und schön bouncen. Boom, boom. Nochmal boom, boom. Und dann haben wir kack, kack und schließen. Als letztes ein bisschen abgehackter, aber jetzt kommt wieder so was Welliges in der Musik. Deswegen darf das Ganze, so mit dem ganzen Oberkörper dürft ihr da mitflowen. 1, 2, 3, 4, kack, kack, boom. Gezählt wäre es. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Genau, letzter Dings wäre Hacke. Und beide Hände gehen nach vorne, über unten, boom. Und dann zeigt einmal die Spitze nach rechts, euer Kopf und die Fingerspitzen. Boom, pack. Genau, also Hände machen. Boom, pack, pack. Nochmal. Boom, pack, pack. Dabei geht euer Kopf mit. Boom, nach rechts. Nochmal. Vorne und rechts. Genau, mit Fuß, boom, rechts, vor. Nochmal das. Ab dem Öffnen. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Da hört ihr auch sowas in der Musik. Boom, tack, tack. Also es ist eigentlich auf dem Beat. Ich hoffe, ihr hört das. Manchmal hört man eine Wumms, Wumms und so müsst ihr euch ja auch dran gewöhnen. Schumm, schumm, bis man es hört. Genau. Wir probieren einmal die drei Achter zusammen. 5, 6, 7, 8, wir springen, 1, 2 und 3, 4, rechts, 5 und 6 nach vorne, 7, 8, öffnen, rechts, links, rechts, links, twist und raus, tack, tack, boom, nach vorne, 1, 2, 3,
hier angekommen. 7 und 8. Wir öffnen tief, tief. Genau, also euer Oberkörper geht einfach von links nach rechts. Links, rechts. Wie wenn ihr so ein U machen würdet in der Luft. Wir hatten Spitze, tak, tak. Deswegen habt ihr links frei, deswegen öffnen wir mit links und gehen erst links, dann rechts. 1, 2, 3, 4, wir öffnen. Und dann springen wir auf den rechten Fuß. 5 und 6. Das mache ich einmal umgedreht, ich glaube, das ist besser. Nur die Füße hoch, also linker Fuß zieht nie Luft an. Hoch und hoch. Ist wie so ein Wechselschritt. Boom, boom, boom. Ich hoffe, ihr seht es. Sonst mache ich es nochmal von vorne. Rechts geht nach hinten. Boom, boom, boom. Und dabei werden die Hände. Boom, boom, boom. Also tak, tak, tief. Kreuzen und tief. Kreuzen und tief nochmal und kreuzen und tief mit Füßen, kreuzen und tief. Da muss ich langsam erzählen. Es wäre kreuzen und tief. Also ihr müsst die Arme ein bisschen länger oben behalten. Nochmal. Kreuzen und boom. Genau. Und gerne den Oberkörper mitnehmen. Letzte 8. Wir hatten 7 und 8. Oberkörper 1. 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Einfach nur laufen. Da dürft ihr gerne irgendwelche Freestyle machen. 7, 8 oder 7 und 8. Keine Ahnung. Lasst euch was einfallen. Fühlt den Beat. Schwabbelt alles raus, was ihr habt. Einmal alles zusammen. 5, 6, ich mache es einmal nach vorne. 7 und 8. Wir springen. 1. 2, nichts. Und 3, 4, mit rechts. 5 und 6, nach vorne, Twist. Das ist kein Twist. Rechts, links, laufen, tack, tack. Boom, 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 boom. Ah, andersrum, boom, boom. Und tief. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Wir öffnen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Und dann laufen. 7, 8. Habe ich schon gemacht, um das Video auszumachen. So, wir machen die 4 Achter einmal zusammen auf langsame Musik. Ich finde, mit Musik geht es einfach immer einfacher. Da kommt man mehr in den Flow rein. Wir starten ab dem Sprung links über rechts und wir springen auf links. 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Öffnen und schnipsen. Twist und dran. Tak, boom, tak. Tief, tief. Boom, boom, tak. Und Ferse. Nach hinten. Zwei Schritte. Nochmal. Achtung. 5, 6, 7, 8. Acht.
Boom, boom. Wir öffnen. Kinia raus. Boom, boom, tack. Lauf, lauf. 5, 6, 7, 8. Ich hoffe, es geht. Ich zähle euch das Ganze einmal nochmal von hinten. Langsam, dreimal würde ich sagen. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3. Achtet hier darauf, dass ihr tief geht. 4 schließen. 5 und 6 nach vorne springen. 7, 8. Wir öffnen. 1, 2, laufen. 3, 4, Hacke und öffnen. Hände und Füße mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Oberkörper. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Wenn ihr nach vorne geht, die Arme gehen, wie wenn ihr so Kreise machen würdet und dann schnell. Jetzt weiß ich gerade gar nicht, ob ich das vorhin richtig gezeigt habe. Kreis, 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 tak, tak. Genau. Noch einmal. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8. Wir öffnen. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8 mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Oberkörper. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Laufen, laufen. Und denkt gerne beim Laufen, laufen daran, irgendwas mit euren Armen zu machen. Also ihr müsst nicht, aber wäre ganz schön. So, ein allerletztes Mal ein bisschen schneller. 5, 6, 7, 8. 1, 2 und 3, 4, 5, 7, 8. Öffnen. 1, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Oberkörper. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. Laufen, laufen. Was vielleicht auch noch ein schwieriger Übergang ist, ist, wenn ihr das mit dem Beinen nach hier den Twist. Werden 7 und 8. Dann müsst ihr euch gleich auf links draufstellen, damit ihr mit rechts laufen könnt. Das ist vielleicht ein bisschen schwieriger Übergang. Wir haben 7 und 8, jetzt mit rechts. 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7 und 8. Hier der Übergang ist ja gar nicht so schwer, weil wir einfach mit links öffnen. Und da haben wir ja sowieso schon kein Gewicht drauf, weil der ja vorne ist. Und dann öffnet ihr einfach nach links und Oberkörper geht auch nach links. Genau. Noch einmal 5, 6, 7, 8, 1, 2 und 3, 4, 5 und 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, 7, 8 und rechter Fuß, 1, 3, 4, 5, 7 und 8, öffnen, 1, 2, 3, 4, 5 und 6, laufen, laufen. Wir machen das Ganze noch einmal schnell auf Musik. Alles. Am Anfang dürft ihr gerne wieder ein bisschen mitgrooven, bisschen Freestyle. 5, 6, 7, 8. I love you.
Wie ihr merkt, ich muss auch noch ein bisschen üben. Wir machen es nochmal. Ah, ich muss vielleicht einmal noch von vorne an. Genau, den letzten Teil habe ich auch noch nicht so ganz drin. Gut, dass ihr da seid und machen wir das gemeinsam nochmal. Damit es ein bisschen flüssiger wird. Thank you.